Ja, ich krieg heute wieder meine Lieblingsfrisur. Ich spiele einen Jungen, der Bock hat auf ein neues geiles Spiel. Aber er kriegt nur ein olles altes Spiel. Jedenfalls denke ich, es ist so alt. Danke, das war der Dreh. Ja. Thimbleweed Park. Ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht ganz genau. Ich habe gestern um 11 oder so ein Skript bekommen. Ich spiele, glaube ich, in Videothekenangestellten und muss so einem kleinen Jungen Naseweiß erzählen, wie gut die Spiele von früher waren. Schon fertig? Das ist besser Voraussetzung mitgebracht. Ich muss ja da auch so ein bisschen angeranzt und siffig aussehen, von daher lassen wir das jetzt einfach so. Ja, cool, ey, dankeschön. Ei. Wir fahren jetzt in eine Videothek, um da Thimbleweed Park zu drehen. Ich habe da eigentlich alle gespielt, ja. Also auf jeden Fall alle LucasArts Adventures. Die Serie-Dinger fand ich nie so geil. Irgendwie, da konnte man sterben. Da war ich immer zu schnell frustriert. Das war doof. Ja gut, das reicht, wenn die so sitzen, oder? Ja, okay, geht. Ja. Für morgen, Persona. Es wird modisch, wie du siehst. Persona ist ein Spiel mit echt viel Stil. Es muss auf jeden Fall noch enger werden. Es muss sitzen. Ich hab noch nicht die Kette. Aber ey, müssen wir echt los. Wir sind im falschen Buffet. Ja, offensichtlich waren wir in der falschen Videothek. Und ausgerechnet heute ist Marc nicht dabei. Marc regelt immer, aber diesmal müssen wir selber regeln. Hey, wir gehen wieder zurück, denn wir dürfen da doch drehen. Es zeigt sich wieder, gute Planung ist der halbe Dreh. Das war schon immer so. Ja. Unglaublich. Rolf, erzähl mal, wann warst du das letzte Mal in der Videothek? Das letzte Mal, ey, ungelogen vor 12, 13 Jahren. Und lustig, auch ohne Scheiß, genau in der Videothek hier. Das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen für mich. Und vielleicht entdecke ich auch eine neue Karriere hier gerade. Okay. Kaputt? Nee. Alle Pornos umgebaut. Thimbleweed Park, das will gar nicht hübscher sein als alles andere. Okay, dann komm. Aber bei Thimbleweed Park, jetzt hab ich vergessen, wie der letzte Satz ist. Boah, Alter, ey, ich baue grad voll ab, ey. Ich muss mal was essen. Mit heißer Nadel gestrickt war's. In der Videothek, da ist nie was los. Das ist immer leer. Guck dich jetzt mal um, wo Drehschluss ist. Da ist gar nichts mehr, außer wir. Aber wenn man einmal drehen will, ne, dann kommen da Leute rein und raus. Auf den Dienstagmorgen um, keine Ahnung, 11 Uhr. Unglaublich. War gut. Am Ende bin ich ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Ich glaube, mein Blutzuckerspiegel ist halt völlig im Keller. Was man auch daran sieht, dass ich meine eigene Funke nicht mehr wiederfinde, die irgendwo hinten an meiner Unterbuchse hängt. Da ist sie ja! Aber war cool, echt. Hat eine Menge Spaß gemacht. Fast wie früher. Das war schön. Anscheinend sind meine Schuhe zu 16-jährig und zu, was hat sie gesagt? Ich sehe nicht Bad Boy-mäßig aus mit den Schuhen. Aber diese Schuhe sind Bad Boy. So ziehe ich die an. Jetzt bin ich Bad Boy, wie man sieht. Ja, wir drehen heute natürlich den ganzen Tag Persona 5. Drei ganze Einspieler. Zwei jetzt hier gleich drüben bei uns. Ich kämpfe gegen Mia, die gleich noch gegen ein super süßes Flauschmonster verwandelt wird. Du wolltest unbedingt das Flauschmonster sein. Eine doofe Idee im Sofa. 17. Ja. Überall eklige Fussel und da wieder bei der Strecke. Und dann plötzlich ganz garstig wird und dann kriege ich Angst vor ihr, obwohl sie so süß aussieht. Und dann kacke ich auf deine Überreste. Okay. Dann kämpfe ich noch gegen Tim. Der wird in einer Ritterrüstung stecken. Ja, das besteht komplett aus Gaffer. Aber auch nur, weil unser Dolch von irgendjemandem geklaut wurde. Also wenn irgendjemand aus unserer Firma das hier sieht. Ich kann echt nicht nachvollziehen, wie man darin kämpfen konnte. Ich kann nicht mal meine Arme richtig nach vorne machen, um mein Schwert richtig zu fassen, ja? Ich könnte höchstens noch aus dem ganzen Körper, so, könnte ich schlagen. Ha! Der Turm braucht nicht mehr. Genial, ihr seid unglaublich. Man tickt höher die Hand noch. Und der ist ein bisschen stärker als ich und dann muss ich mir was einfallen lassen. Und dann ziehe ich mir eine geile Roborüstung an. Der Auftrag war, einen Roboter zu bauen, wie ein Kind ihn sich ausdenken würde, um böse Geister in seinem Traum zu besiegen. Also Persona 4 habe ich halt richtig krass durchgezogen. Also das war eins meiner absoluten Lieblingsspiele, richtig großartig. Und jetzt Persona 5 toppt einfach alles. Da habe ich mich natürlich drauf gestürzt und habe den Kampf gegen Sebastian gewonnen, der wollte das auch. Aber den konnte ich mit Dark Souls 3 abwimmeln. Das geht auch immer ganz einfach. Darkness, my old friend. Das sind meine Bingo-Kumpel. Ja, Kumpelin.
Ein bisschen eklig, aber ich mag sie trotzdem. Soll ich das mal machen? Uhuhu. Ich dachte mir, wir brauchen was, was wir aufhübschen können. Persona macht langweilige Dinge echt schön. Ich dachte mir, das ist relativ langweilig und man kann es schön machen. Also, Bingo mit Rentnern. Es ist Zeit, Freunde, die I20 Bingo! Okay, und go. Okay, los geht's. Oma, bist du ready? Oma, bist du ready? Die Bingo-Party geht jetzt ab. Ich bin halt einfach so ein Kreativbolzen und manchmal habe ich so einen Moment, da schießt dich so ein Hit einfach raus. Das sind so Momente einfach. Es kommt einfach raus, zack, Hit geboren. Andere setzen sich dahin irgendwie ein Jahr und schreiben irgendwie so ein Album fertig. Okay. Bei mir jetzt zack, boom. Kann ich nicht erklären, liegt in der Natur der Sache. Ist einfach so. Mein Hauptkajo. Ich fühle mich knitterig. Ich versuche mich zu lüften.